Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde hier im wunderschönen Wald. Und ja, wir genießen heute gemeinsam diese schöne Runde. Es ist heute so ein bisschen durchwachsenes Wetter. Eigentlich kann man schon sagen, so richtiges Aprilwetter, weil es regnet, dann scheint wieder die Sonne, dann regnet es wieder, dann schüttet es auf einmal, dann nieselt es wieder. Also so ganz komisches Wetter. Die Sonne strahlt gerade hier in der Ecke, wo wir sind, aber man sieht überall, da sind doch viele dunkle Wolken zu sehen, wobei hier auf der Seite schon wieder blauer Himmel ist. Also so ganz komisches Wetter, aber nichtsdestotrotz, Freunde, ne, ihr wisst ja, ich muss raus mit dem Hund bei Wind und bei Wetter, ja. Und wir genießen einfach diesen Spaziergang. Ich bin gewappnet, falls es regnen sollte. Habe ich hier meinen coolen, tollen Schirm hier dabei. Ne? Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht regnet es, vielleicht bleibt es aber auch schön sonnig. I don't know. Wir werden hier auf jeden Fall eine schöne Runde laufen. Schauen, wie sich der Wald in den letzten Tagen denn so verändert hat. Ja, und ich bin gespannt, was wir alles so entdecken. Das Einzige auf jeden Fall, was ich jetzt schon sagen kann, wir werden wieder Körper, Geist und Seele etwas Gutes tun und diesen Spaziergang einfach mit allen Sinnen wahrnehmen. Wir werden ihn genießen, ja, und ich werde einfach reden, so viel mir einfällt. Sprecht durch Faluk-Quark-Salat, sind wahrscheinlich auch wie immer am Start. Und da sieht man auch immer noch hier, ne, da hatte ich ja beim letzten Mal schon gezeigt, bei 10 waren diese Käfer hier oder Ameisen, was auch immer, ne, die da immer noch dran sitzen am Baum. So, jedenfalls immer wieder mal sieht man ein paar. Ich weiß gar nicht, welcher Baum das war, wo so viele saßen. Vielleicht hat sie der Regen aber auch mittlerweile runtergewaschen. Ne, hier waren, genau da waren so viele, hier. Hier, da waren so einige gesessen auch, ne. Hier, da, das da. Oder das da? Ich will nochmal ganz genau. Boah, da tropft mir runter auf die Nase. Also ich würde sagen, das sind irgendwelche Ameisen oder irgendwelche anderen Viecher. Es ist so schwer zu erkennen. Und ich möchte auch nicht reinstechen. Ja? Man soll sie ja leben lassen. Ne? Aber der Regen wäscht die wahrscheinlich weg. Je nachdem. So, man hört so schön die Vögelchen zwitschern. Einfach schön. Und auch hier, ne, die Blätter sind schon nach dem letzten Mal schon ein bisschen gewachsen. Ne? Und ich glaube auch, dass dieses Blätterdach, ja, auch wenn es jetzt nicht so aussieht, dass es relativ schnell geht. Im April wird sich hier, denke ich, auch noch vieles, vieles, vieles einfach verändern, was den Wald angeht. Und ruckzuck wird ein riesen Blätterdach von grünen Blättern, Blüten, wieder über uns sein und der Wald wird sich verändern. Da steht ein kleines Häuschen im Wald gebaut und da hinten steht sogar eine Bank drinne. Seit wann steht da hinten eine Bank? Da kann man auch so einen Weg reingehen. Da, seht ihr? Da hinten steht eine Bank im Wald. Steht die im Wald drin oder ist es ein Weg, wo man gehen kann? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Baum richtig schön mit Moos bedeckt und hier so ganz leicht, wie hier das Efeu nach oben wächst. Ein sehr, sehr schöner Baum, der auch schon, ja, gut Blüte trägt, so ein bisschen, ne? Also das geht immer mehr auf. Ich bin gespannt. Auch hier sind schon einige Bäume richtig schön am Blühen, ne? Und da vorne kriegt sogar schon einer Blätter. Das ist so ein richtiges schönes Blätterdach. Oh, Freunde, darauf freue ich mich so mega. Wenn dann wieder alles grün über uns ist und man durch einen grünen, schönen Wald läuft und dieses graue, braune, triste einfach, ja, verschwunden ist. Das ist so schön. Das ist einfach so schön an dieser Jahreszeit Frühling. Hier sieht man auch, wie schön, wie feucht auch die Blätter sind vom Regen. Und immer wieder so kleine Perlen, ja, Kristalle,
die kristallenen Wassertropfen. Und wisst ihr, was der Vorteil ist an so einem Tag, wenn man nicht weiß, was für Wetter ist und es immer wieder regnet? Es ist einfach kaum jemand unterwegs. Ja, wir sind hier so gut wie alleine im Wald. Auf dem Parkplatz stand nicht ein Auto. Ja, gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten zu parken. Der Wald ist ja riesig, also man kann hier wirklich schön weit laufen. Man kann halt auch an verschiedenen Stellen parken. Aber da, wo ich stehe, da ist halt mal gar nichts. Ne? Und auch so sehe ich jetzt hier gerade keinen Spaziergänger, der hier irgendwie unterwegs ist. Was halt auch schon geil ist, ne? Weil, ja, ist doch nicht schlecht, ne? Ich find's cool, dass wir hier wirklich so ruhig, entspannt, einfach alleine laufen können. So die Frage, wie laufen wir? Ich würde einfach sagen, wir laufen heute mal hier lang. Machen wir heute hier mal so eine Runde. Normalerweise laufen wir immer da vorne lang und rum, wenn wir hier laufen. Aber heute laufen wir mal so eine Runde. Ich muss halt nur ein bisschen gucken, dass wir auf dem Weg bleiben, weil es ist ziemlich matschig halt durch den Regen und ich möchte jetzt nicht da irgendwie durch den größten Matsch laufen. Hier das schöne Vogelhäuschen. Und es ist einfach immer wieder so schön zu sehen, wie der Wald einfach zum Leben erwacht. Hier die grauen, dunklen Wolken, die immer wieder regnen möchten. Aber dennoch ist es gerade richtig schöner blauer Himmel so um uns rum. Schön, einfach schön. Hier die Pfütze. Die Pfützen vom Regen. Aber ein bisschen aufpassen, ist nämlich auch rutschig. Da habe ich gerade so ein bisschen gemerkt. Nicht, dass wir gleich stürzen oder so. Das wäre nicht so super. Und es ist ziemlich kühl, muss ich eigentlich heute sagen. Wenn die Sonne gerade so weg ist, dann merkt man schon das Kalte. Uns geht so ein leichter Wind. Aber schön ist es, Freunde. Einfach schön. Vor allem, es riecht so fein nach diesem nassen Holz. So dieser Waldgeruch nach Regen. Einfach traumhaft. Einfach traumhaft, Freunde. Einfach traumhaft schön. Auch wenn hier an diesen Bäumen einfach noch so das Grün fehlt. Das ist alles noch, sieht alles noch so herbstlich aus hier. Das sieht ja so extrem herbstlich einfach aus. Auch wenn hier langsam das Grün rauskommt, haben hier die Herbstblätter dennoch immer noch hier das Sagen. Kann man dazu sagen? Kann man so sagen. Und jetzt hat sich die Sonne hier durch die Wolke gedrückt und strahlt hier den Wald einfach richtig schön an und erwärmt uns mit ihren Strahlen. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Auch hier ist noch alles so, ja, herbstlich irgendwie. Wenn man hier so läuft, hat man gar nicht so das Gefühl, es ist Frühling. Würde man die Vögelchen nicht zwitschern hören, würde man auch denken, ja, so, hm? So ein Herbsttag. Und dann schaut man wieder aber hier nach vorne und dann sieht man, oh, es wird immer grüner. Wir sind also doch noch im Frühling. Und die Vögel verraten es halt auch. Ne? Die zwitschern und pfeifen wieder viel, viel mehr. Bauen ihre Nester, machen ihren Paarungstanz. Und bald werden wir ganz viele Jungvögel hören, ganz viele neue Vögel sehen. Und das Leben im Wald wird wieder da sein. Noch mehr, wie es jetzt schon ist. Man muckelt hier fleißig am Schnüffeln, am Riechen und am die schöne Natur zu genießen. Ne? Und hier der Busch, wieder mit den Wassertropfen. Einfach so schön. Sieht aus wie kleine Kristalle. Ich sag's nochmal, einfach so kleine Kristalle. Ne? Ich finde das schön. Ich mag das.
hier die Brombeersträucher, die sich hier über die Bäume hier drüber legen und kleine Pilze, die da drauf wachsen. Was auch immer diese Buchstaben zu bedeuten haben, I don't know. I don't know. Noch hier wieder schöne Blüten. Und hier wieder ganz viele Brombeersträucher. Auch hier wieder Bäume mit viel Moos bedeckt. Und die langsam zerfallen. Reisig, das hier rumliegt. Aber die Brombeersträucher, die haben es geschafft. Die drücken sich da überall durch. Und hier der Brutkasten, der hier, finde ich, ziemlich offen hängt. Also ich würde da als Vogel nicht reingehen. Kann ich euch echt sagen, wie es ist. Ich würde die Brutkästen eher ein bisschen weiter in den Wald reinhängen. Einfach, dass die Tiere einfach auch ungestört sind. Weil man kennt die Menschen, ja, die sehr grob sind und dann einfach solche Dinge runterschmeißen, kaputt machen. Und ja, das Zuhause einer Vogelfamilie damit zerstören und vielleicht auch damit Vögel töten. Ne? Der Mensch, das grausamste Tier, das es auf der Welt gibt. Freunde, das ist einfach so. Das ist einfach so. Wir Menschen sind grausam, grausamer wie alle Tiere auf der Welt zusammen. In der Natur herrscht das Gesetz. Fressen und gefressen werden. Und wir Menschen greifen da einfach nur ein und tun Dinge, die wir nicht bereuen, ja, aber die nicht gut sind. Die wir eigentlich bereuen sollten. In gewissem Maße. Aber darüber möchten wir nicht reden, sondern wir möchten über diese Schönheit der Natur reden. Wir möchten entspannen und genießen. Ja, aber denkt einfach mal drüber nach. Was wir Tieren antun, ja, und dann rumheulen, wenn sie sich wehren. Oder wenn es einfach nur aus Dummheit der Menschen passiert. Auch hier grün, es wird langsam grün. Aber auch hier dominiert noch das herbstliche Laub, ne? Von der anderen Seite geschaut. Und da hinten kommt schon wieder richtig dunkel. Seht ihr, was das denn für eine Wolkendecke kommt? Da hinten kommt die Wolkendecke, die uns wahrscheinlich wieder den nächsten Regen bringt und die Sonne nimmt und den blauen Himmel nimmt. Weil die Wolken, ich hier oben gucke, ihr seht, die ziehen nämlich genau in die Richtung. Aber ich habe ja den Schirm. Und hier sind wir auch ein bisschen windgeschützt. Also sollte mir der Schirm hier hoffentlich nicht davon geweht werden. So wie vor ein paar Videos auf dem Feld, ist auch schon ein Weilchen her, ja, wo es so arg geregnet hat und ich den Schirm auf hatte. Und dann hat es so dolle gewindet. Und dann war der Schirm kaputt. Super, es hat zwar aufgehört zu regnen, aber der Schirm war trotzdem kaputt. Guck mal hier. Aha, guckt einer an. Da kommen auch langsam, platzen auch langsam auf. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin gespannt, was wir noch so entdecken auf dem Spaziergang. Und ich sag's nochmal, wie sich der Wald in den nächsten Tagen und Wochen dann auch wieder verändert. Na, wir gehen mit offenen Augen hier durch. Wir schauen uns gut um. Die ersten Regentropfen fallen schon. Und jetzt schaut mal, der Baum hier ist kaputt. Ne? Der eine Stamm, der eine Teil vom Stamm da. Aber trotzdem denke ich, wird er noch mal blühen. Weil nicht alles, was aussieht, als wäre es tot und kaputt, hat kein Leben mehr in sich. Auch der Baum hier ist teilweise kaputt, aber dennoch trägt er Knospe und wird wahrscheinlich nochmal blühen. Ob er dann nächstes Jahr blüht oder so, das
weiß man nicht, das kann man nicht sagen. Aber dieses Jahr definitiv. Definitiv. Das ist wie wenn man zum Beispiel, wie kann man das vergleichen, einem Menschen den Arm abnehmen muss oder das Bein abnehmen muss. Er lebt ja trotzdem weiter. Ja? Es ist ein Eingriff und das macht die Natur ja auch nicht anders. Ein abgestorbenes Zeug wird halt ja, gelassen und in den Dingen, wo halt noch Energie fließt, da wird wieder die Versorgung hergestellt und dann blühen die durchaus noch ein Weilchen. Ne? Und können noch sehr, sehr viele Jahre leben, obwohl ein Teil von ihnen abgestorben ist. Wobei da auch wieder drauf ankommt, welcher Teil. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber der hier, Freunde, der hier wird definitiv nicht mehr blühen. Der ist hinüber. Wir hängen die Zweige ganz komisch im Wald drinne. Uiuiuiui. Die schwarzen Wolken da, die sehen echt nach Regen aus. Ich habe auch so ein paar Regentropfen auf meiner Brille, muss ich gerade gestehen. Aber es hat noch nicht wirklich angefangen zu regnen. Kann natürlich auch sein durch den Wind. Ne? Wird das hier rumgeblasen. Kann ich das hier mal zeigen? Mogli, stopp mal. Hier seht ihr. Ja. Ganz kleine, feine Regentropfen auf meiner Brille. Ich bin gespannt. Da hängt auch noch dieser kaputte Mistkasten, ne, den wir beim letzten Mal schon gesehen haben. Vielleicht kriegen wir es noch hin, so ein kleines Stückchen mit Regen. Oder wir schaffen es rechtzeitig ins Auto. Wer weiß, wer weiß. Ja, und für die, die sich jetzt Regenvideos gewünscht haben, das wird auch noch kommen, Freunde. Ja? Das wird auch noch kommen, aber ich kann halt das Wetter nicht beeinflussen. Und ich sage euch, wie es ist. Auch ich bin ein Mensch, wo sagt, wenn es jetzt richtig schüttet, ja, dann gehe auch ich nicht unbedingt spazieren. Da oben sitzt ein Vögelchen im Baum. Könnt ihr ihn erkennen? Da ist er weggeflogen. Na, da gehe auch ich nicht spazieren, ja. Da würde ich keinen Hund vor die Türe jagen. Oder kein Tier. Wie man so schön sagt. Na? Man geht ja meistens schon dann, wenn es sich so leicht nieselt oder wenn es halt wirklich nicht aufhört zu regnen. Klar muss ich dann irgendwann los. Aber wenn es sich vermeiden lässt, ja, dann mache natürlich auch ich das. Das Wetter kann man halt nicht beeinflussen. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Wir nehmen das Wetter so, wie es kommt. Wie die Bäume sich bewegen. Ah, sieht man, ist schon ganz schön windig. Also ist nicht stürmisch oder so, aber windig. Wir müssen dennoch ein bisschen vorsichtig sein. Na, nicht, dass uns irgendein Ast erschlägt oder so. Und man sieht, hier ist es noch blau, aber das Blaue verschwindet. Und das Graue, dunkle, die Regenwolken, ja, sie sind da, sie sind direkt über uns. Wie so ein richtiger Sturm. Ne? Und ich glaube, dass es da hinten sogar schon ein bisschen regnet. Ich glaube, dass es da hinten sogar schon regnet.
krass gerade. Schleicht gerade so ein richtig mulmiges, komisches Gefühl. Das ist so richtig, wenn du das so mitbekommst, ne? Wie auf einmal aus so einem blauen Himmel, ja, du bist mittendrin in diesem blauen, schönen Himmel und du siehst aber rundherum sind die Wolken und es zieht auf einmal so zu, der Wind nimmt zu, ja, und du siehst, wie es immer dunkler wird. Und du hast das Gefühl, du hörst schon die ersten, du spürst so richtig und hörst, wie der Regen kommt. Also du hast so richtig dieses Gefühl, du weißt, er kommt. Und jetzt hört es, er kommt. Schaut mich beim Schirm auf, Freunde, Moment. Hört es? Es tröpfelt. Es tröpfelt. Er kommt, der Regen ist da. Also für die paar Meter wird es jetzt gleich noch regnerisch. Noch ist es nur Getröpfel, aber das kann sich schnell ändern. Gut, dass wir den Schirm mitgenommen haben. Sag ich euch, wie es ist. Ne? Durch den Wind werden auch viele Blätter jetzt von den Bäumen wieder abgeschüttelt, ne, die noch vom Herbst übrig geblieben sind. Da ist auch ein riesengroßer Nistkasten. Haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen. Und hier vorne die ersten Bäume, Freunde, ja, die schon richtig schön groß Blatt tragen. Ne? Noch ist es feiner Nieselregen. Mogli wieder durch die Matschpfütze laufen. Ist ja eh egal. Der Weg ist ja eh matschig. Von daher. Und da vorne sind auch die ersten Menschen unterwegs, die wir heute sehen. Hier im Wald. Ja. So, und wir laufen jetzt eigentlich sozusagen den Weg, den wir sonst immer lang gehen, um dann da reinzulaufen, rauszukommen, wo die anderen rausgekommen sind. Laufen wir jetzt gerade wieder zurück oder haben sie das verstanden? Nee, war durcheinander, egal. Ja. So ein kleines Stückchen haben wir noch vor uns. Und man hört hier auch immer wieder noch den Wind, wie der einfach durch diesen Wald rauscht. Einfach, schon ein bisschen gruselig. Und man hört den Regen, wie er auf meinen Schirm prasselt. Und man hört auch, dass es mehr wird an Regen. Und ihr wisst es auch, wenn ich selber lieber gerne bei Sonnenschein natürlich laufe, wenn schönes Wetter ist, so liebe ich es aber auch, wenn der Regen auf den Schirm fällt, auf den Waldboden. Dieses Geräusch ist einfach schön. Einfach schön. Einfach manchmal kurz stehen bleiben und genießen, lauschen, hören. Wie der Regen auf den Waldboden fällt und auf meinen Schirm. Mucki, stopp. Einfach mal kurz lauschen. Einfach schön. Ich liebe dieses Geräusch.
Das ist so schön. Da sieht man, da hinten versucht die Sonne sich durchzudrücken durch die Wolken. Da oben hat sie sich ganz leicht durchgedrückt. Also heute, wie gesagt, so ein Tag, wo es so schnell geht, was Regen und Sonne angeht, der Wechsel. Echt brutal. Sieht man auch schön, wie die Knospen hier kommen. Wie überall Sägespäne rumliegen. Holz, ne? Und überall sieht man die Vögelchen, die hier hoch und runter fliegen im Wald. Und da lässt der Regen wieder nach. Tröpfelt noch. Ganz feiner Nieselregen. Irgendwo da oben über der Wolkendecke hört man auch ein Flugzeug. Schön. Schön. Einfach schön. Die Natur, Freunde. Einfach so schön. Und auch das zu beobachten, wie schön die Vögel hier fliegen. Ach ja. Der Frühling ist was Tolles. Der Frühling ist einfach was Tolles. Freunde. So wie einfach jeder Spaziergang was ganz Besonderes und was ganz Tolles ist. Körper, Geist und Seele freilassen, baumen lassen, entspannen und genießen, den Alltagsstress, die Alltagsgeräusche, die Alltagssorgen hinter sich zu lassen, einfach nur die Natur zu hören. Das ist so schön. Jetzt ist es wieder ruhig, jetzt hat es aufgehört zu regnen. Da hinten kommt schon wieder ein bisschen heller. Und hier sieht man auch, der Wald hier ist richtig dicht. Ne? Hier hat es mehr Nadelbäume, die sich hier im Wind ganz schön dolle bewegen. Ne? Ja, aber Freunde, ihr kennt diese Stelle. An dieser Stelle beende ich ja meist immer das Video in unserem Wald. Und auch das werde ich heute tun. Hier das Video beenden. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Start ins Wochenende. Wann auch immer ihr dieses Video seht, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns im nächsten Spaziergang-Video wieder. Und vergesst nicht, mir am Ende des Videos ein nettes Kommentar dazulassen, den Daumen nach oben zu geben und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo dazulassen. Und ja, schaut auch doch gleich die ganzen Let's Plays an, die es gerade auf meinem Kanal zu sehen gibt. Tomb Raider und Atlas. Und ja, weitere Let's Plays sind in Arbeit, dauern aber noch ein bisschen, aber sie sind in Arbeit und werden auch bald für euch auf meinem Kanal zu sehen sein. Also, abonnieren lohnt sich definitiv. Spaziergang-Video gibt's weiter. Ja, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Freunde, abschalten.